Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Valheim. Wir sind auf dem Weg zu Jaglut und wollen aber noch auf Knochenwanst wechseln. Ich habe jetzt quasi ein Portal aufgestellt, hier unten am Runenkreis oder wie das heißt. Ich nenne es Spawn. Jetzt müssen wir bloß Trophy, gucken wir mal. Hier ist er schon mal nicht. Da ist der Uralte. Ah, den, warte mal, den Uralten können wir ja trotzdem mitnehmen, dass der schon mal hängt. Haben wir Eiktier, haben wir auch noch nicht angehangen, ne? Hier hätten wir einmal Eiktier, wartet. Achso. Ich hab zwei von denen. Der Knochenmannst ist hier. Den habe ich nur einmal. Hier ist der Drachenmutter. Und ja, mehr haben wir ja noch nicht, ne? Ja, Glut folgt ja jetzt erst. Genau. Und dann gehen wir jetzt zum Spawn. Oh, ich will mal hier kurz schauen. Ist jetzt fertig? Ja. Geil. Da haben wir schon mal unseren Schutz gegen das Feuer von Jaglut. Super. Jetzt wollte ich die Dinger aufhängen und Knochenmanst aktivieren. Ich bin ja auch schon gut vorbereitet. Wir haben Heiltränke. Wir haben im Prinzip auch schon alles ausgerüstet. Essen haben wir. Müssen wir dann noch konsumieren. Feuertrank. Wir können eigentlich dann loslegen. So. Trophäe hinhängen. Knochiwanst hier. Hier fehlt's. Den haben wir auch noch nicht. Ah, hier. Drachenmutter. Haben wir alle weg? Nee. Oh, Alter. Das ist doch der hier, oder? Ah, ja. Gut, Freunde. Dann. Widerstand gegen physischen Schaden. Alright. Dann ab zum Portal. Wir sind bereit. Nochmal ausgeruht Bonus holen. Nahrung konsumieren. Ja. Und dann loslegen. Ah, schön auf dem Teppich rumhängen. Rumlümmeln. Gemütlichkeit 13. So, unsere 20 Minuten sind voll. Wir konsumieren. Es kann sein, dass wir noch das Portal umsetzen müssen. Wartet mal, wo sind wir denn überhaupt? Nö, guck mal, wir sind direkt in der Nähe von Jaglut. Das passt. Müssen wir nichts umsetzen. So, nochmal kurz checken. Der ist auf Stufe 4. Das Ding ist auf Stufe 3. Geht aber wahrscheinlich nicht höher. Alles auf 4. Wir sind bereit. Juhu. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Weil ich bestimmt wieder irgendwo an einem Stein hängen bleibe oder ähnliches. Naja, oder an der Werkbank. Moltebeeren müssen wir mal noch mit einpacken. Denn die gehen uns bald aus. Das können wir ja gleich hier machen, wenn sie einmal hier rumwachsen. Naja, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, du Miststück. So, was hast du jetzt davon? Gut. Ja, ich denke mal, damit kommen wir erstmal wieder ein bisschen hin. Wir klären kurz die Gegend, zum Beispiel Loxa in der Nähe. Obwohl, kämpfen die nicht sogar gegen Jaglut? Wie war denn das, Freunde? Hm. Was jetzt gerade problematisch ist, ist die Tatsache, dass es, glaube ich, dunkel werden will, oder?
habe nur Angst. Ja, doch, Leute. Wir müssen nochmal zurück. Sorry. Aber wenn dann der Kälte-Debuff kommt. Oh, hier, guck mal. Hier sind ja auch noch welche. Dann wäre das ungünstig. Wir wollen ja optimal vorbereitet sein. Wieso hebst du nicht auf? Ach so. Die waren noch gar nicht gepflückt. Die waren noch gar nicht gepflückt. Die gehen zu schnell kaputt. Was meinst du? Ach so, die Loks, wenn ja Glut angreift. Ja, ja. Das hat man ja mal gemacht, ne? Nehmen wir hier noch den ganzen Flachs mit, wenn er einmal hier steht. Ich habe jetzt keine Hacke mit zum Neuanbauen, aber ich denke mal, wir haben erstmal genug. Und wir haben ja jetzt so viel aufgewertet und Klamotten hergestellt. Im Prinzip brauchen wir jetzt auch keinen Flachs weiter, nehme ich mal an. Außer für so Kleinigkeiten. Und da wird der hier aber hundertprozentig reichen. Mal dann bei Bedarf noch mal machen. Gerste wäre noch mal wichtig. Das ganze Mehl. Na? Also ich finde das super, dass man jetzt quasi vor Spielbeginn so Kleinigkeiten einstellen kann, wie unter anderem halt, dass man dreifachen Loot rausbekommt. Ich finde es halt immer, ja, es ist klar, für manche, den macht das Spaß hier 100 Mal. Also man müsste ja dann für das, was ich jetzt rausgeholt habe, das Dreifache anbauen. Das kostet halt alles auch Zeit, ne? Manch einer hat aber gar nicht die Zeit für so viel Spaß. Und deswegen finde ich das super, dass man das so lösen können. Halt, hier war nochmal. Achso, ist auch voll. Okay, Moltebeeren haben wir dann auch erstmal wieder genug. Das ist super. Schmeiß mal hier kurz irgendwo die Stacheln rein. Läuft. Dann gehen wir schlafen und holen uns Ausgut-Bonus. Nochmal. Aber lieber zu Tagesbeginn einen Bossfight anfangen, als am Ende und dann einen bösen Buff drauf zu bekommen. Weil es halt kalt ist. Okay, irgendwas greift hier schon wieder an. Minuten. Ja, bis wir unten sind und die Dinger eingesetzt haben, haben wir vielleicht noch 18 Minuten. Ich denke mal, das schaffen wir. Warte mal. Ich bin doch falsch hier, oder? Ja. Ich bin durchs falsche Portal gegangen, Leute. Da waren wir falsch. Wir müssen hier oben durch. Ich darf jetzt bloß nicht anfangen mit Regnen. Jetzt auf 2 Minuten. Nassbuff habe ich auch keine Lust. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Das bedeutet, jetzt müssen wir 2 Minuten warten, bis der Buff vorbei ist. Und dann haben wir nämlich nur noch 17 Minuten. Obwohl, ich könnte mir schnell ein Feuer machen. Wieso regnet es in den Ebenen? Das ist doch Mist. Das regnet jetzt die ganze Zeit. Naja, letztendlich macht es ja das auch irgendwie spannender, ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf, Leute.
Zucker Herr Robo, vielen Dank für die 5 Biddies. Ne, Zucker Herro. Danke dir. Okay, also wir haben jetzt einen kleinen Nachteil, ne? Aber scheiß drauf. Gegessen haben wir. Habe ich den immer auf Fernkampf gemacht oder auf Nahkampf? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es halt nicht mehr. Wir gehen mal auf Nahkampf. Der macht er doch so zum Feuerspeien, oder? Naja, noch ist doch kein Problem, Freunde. Genau, das meinte ich. Den meinte ich. Das kannst du mal lassen hier, du Arschloch. Gut, also bisher läuft's, wenn ich nirgendwo hängen bleibe. Geht gut. Oh, hat er mich doch erwischt. Ich komm nicht ran gerade, der hängt gerade doof. Der hängt halt auf dieser Ebene. Kommst du nicht ran. Mach hier nicht alles kaputt. Ja, den schaffen wir locker. Der hat mich doch noch erwischt. Kurz Ausdauer holen. Genau, gib mal deinen Kopf her. Okay, Ausdauer. Komm mal her. Scheiße. Okay. Jetzt
war ich ein bisschen zu unvorsichtig, Freunde. Oh, wow, 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 wow. Mach keinen Quatsch. Denk doch an meine Ausdauer und meine Nerven. Läuft. Läuft, Leute. Elora, danke für die 500 Bitties. Silver ist, grüße dich. Hi. Und hi, Blattfuß. Puh. Geile Sache. Asmodi, auch dir vielen, vielen Dank für 100 Bits. Ihr seid verrückt. Ja, geil. So, warte mal. Was haben wir da jetzt eigentlich bekommen? Das ist klar. Zwiespältiger Geist. Zocker Hero haut auch nochmal 100 Bitties raus. Leute, ihr seid eure. Vielen, vielen Dank. Der Hype-Train nähert sich. Ja, war schon, als ich dann so unkonzentriert wurde, habt ihr gemerkt, da ging dann auch mal die Gesundheit in den Keller, musste ich auch mal einen Heiltrank nehmen. Aber an sich ging's ja. Super. Laura haut auch nochmal 500 raus. Danke, danke. Okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Was war mit diesem Ding hier? Zwiespältiger Geist. Die Überreste von Jaglut, einem Geist, der zwischen dieser Welt und der nächsten hin und her gerissen ist. Okay. Wie ging das nochmal? Ich konnte jetzt irgendwas Neues bauen oder so, ne? Lass mal kurz schauen. Kartografietisch. Der ist es nicht. Braucht man den überhaupt? Von Daniel? Das könnte sein, Zocker Hero. Aber ich habe ein schwaches Gedächtnis. Also nehmen wir das nicht übel. Können wir nicht immer alles mehr. Ach, hier, genau. Das war das Teil. Schwadenbrunnen. Lockt Schwaden an. Sie kommen meist in der Nacht. Meist. Das bedeutet, wir müssten dann theoretisch auf die nächste Nacht warten. Jetzt schauen wir erstmal. Wo sind wir denn hier auf der Insel? Also ich würde unseren Kurs Richtung Süden erstmal so weiter beibehalten. Ne? Ich würde dann irgendwo hier unten oder so einfach weiter Richtung Süden donnern. Bedeutet, wir bauen jetzt erstmal das Portal ab. Wo habe ich denn mein Langschiff geparkt? Weiß das noch einer? Weil das steht hier nämlich nirgends rum. Ich habe jetzt zwar die Karte markiert, aber mein Langschiff irgendwie nicht. Oder hatte ich das mit dorthin gestellt, wo die Karte ist? Komm, wir gucken mal noch schnell. Wenn man solo ist, ist Kartentisch nicht nötig. Okay, danke für den Tipp. Verstehe, verstehe. Hey Leute, das war's auch schon wieder mit Jaglut. Fühlt man sich schon ein bisschen wie bei einem Speedrun. Und Zocker Hero nochmal, danke für dein Follow. Und schönen Gruß an Onkel Eifel. Oh ne, wieso kommt denn der jetzt hier? Na komm. Muss schon richtig blocken. Das Angriffsmuster von denen. Die sind manchmal so schnell. Ja. So in Ditte, was macht denn ihr jetzt hier mit? Jetzt, meine Güte. Na, da war der Ausdauer alle. So kennt man mich. Alright. Haben wir das auch noch mitgenommen? Den da vorne möchte ich aber gerne umlaufen. Wir müssen jetzt hier nicht jeden mitnehmen. Ich guck mal nur ganz schnell, ob da das Langschiff steht. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Irgendwo haben wir es abgestellt. Ich hab's vergessen. Ist aber auch nicht so schlimm. Bauen wir einmal ein neues.
Miststück. Ist das ein Langschiff? Sieht so aus, ne? Eine Karte ist es nicht. Scheiße, kein Schwert. Jetzt hör doch mal auf hier. Guck mal, das sind Opfer. Stech doch die. Genau. Krautzwergstufe 1. So, passt auf. Dann fahren wir jetzt kurz rum, holen das Portal ab. Ja, das ist ein Langschiff. Nehmen auf der Map mal die Markierung weg. Holen ganz kurz das Portal ab und dann fahren wir weiter Richtung Süden. Hat doch gut geklappt. Geiler Shit. So, vorwärts wäre schön irgendwie. Versuch's doch halt. Versuch's doch halt. Wind steht gerade günstig. Obwohl wir uns ja auch jederzeit der Glutbuff, ist das nicht der, der uns hier ewigen Rückenwind beschert? Oder war das der von der Drachenmutter? Ich weiß gar nicht mehr. So, wir schauen kurz auf die Karte. Achso, da geht's gar nicht weiter. Oder wir rollen da rum. Wir holen erstmal das Portal ab. Und dann machen wir hier durch die kleine Schlüppe. So machen wir das, Freunde. Warum du noch nicht gefollowt hast? Das weiß ich nicht. Manchmal ist das so. Manchmal nimmt Twitch auch einfach die Follows wieder raus. Ähnlich wie YouTube. Das ist halt so. Das sind Geheimnisse, die versteht nur Twitch und YouTube selbst. Nicht mal die Content Creator haben da irgendeinen Einfluss drauf. Aber vielen, vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Okay, Portal abholen. Müssen wir jetzt nochmal... Nee, Quatsch. Also Flachs können wir ja jederzeit... Wo haben wir denn... Wir haben ja hier auch überall Ebenen, ne? Stimmt. Ich weiß ja auch wo, bei dem Ersatzportal, was ich hier noch irgendwo habe. Das müsste... Wartet mal. Steht denn das? Ah, hier. Guckt mal, da. Beim hinterm Uralten. Da haben wir ja Ebenen. Da können wir ja jederzeit Flachs und Dingsi anbauen. Reisen wir das hier weg. Hast du noch nie erlebt, Plattfuß? Doch, das haben schon ganz, ganz oft Zuschauer gesagt. Also nicht nur bei mir auf dem Kanal, sondern auch bei anderen Kanälen, dass plötzlich die Follows weg sind. Auch Leute, die schon jahrelang dabei sind. Und dem Kanal schon jahrelang folgen und jeden Stream gucken und plötzlich müssen sie neu followen. Manchmal ist es komisch. Aber egal. So. Warte, dann hängen wir auch gleich ja Klutschen auf. Wo hatte ich das Portal? Lass mal kurz reparieren. Ach ja, und diesen... Wartenbrunnen müssen wir aufstellen. Da unten. Einmal ja Glut aufgebaut. Das ist bisher einfach Glück. Ja. Oder kein Pech. Schwuppdi. Widerstand gegen magischen Schaden und Blitzschaden. Ah, das macht vielleicht Sinn bei der... bei dieser Königin, ne? Hier, Drachenmutter war es. Beim Segeln nur dauerhaft Rückenwind gewährt. Egal, brauchen wir jetzt nicht. So haben wir das erledigt. Das Ding möchte ich gern... hier unten an der Windmühle haben. So. Warten wir dann, bis nachts ist. Oder gibt es hier noch einen schöneren Ort? Wartet mal. Ja, oder hier oben auf dem Berg. Guck mal. Ja, guck mal. Hier ist schön. Gut, müssen wir halt noch warten, bis dann Nacht wird, ne?
Und dann schalten wir, glaube ich, irgendwie neues Zeug frei. Das Geile ist, das dürfte eigentlich... Ach doch, wir sind mal in irgendwelche Kisten gegangen. Und da hat er schon so ein paar Sachen entdeckt. Aber Beutel sollte das eigentlich nicht kennen. Also der Char, ne? Warte, Trophy hier. Ne? Hier. Schwupp. Dann haue ich die... Fullinger Totems auch mal hier rein. Falls ich die irgendwann noch mal brauchen sollte, müsst ihr mich mal dran erinnern, dass sie jetzt da sind. Warte mal, das können wir ja hier in die Nahrungskiste schmeißen. Genau, Zwiebeln hatte ich auch schon mal angebaut und aufgesammelt. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber ich glaube, mit Zwiebeln ist hier kein gutes Bufffood dabei. Was wir jetzt noch mal machen können, ist dann Lochspastete, aber ja... Wir ja dann auch später machen. So, die brauchen wir ja jetzt prinzipiell auch nicht mehr, ne? Das Geld schmeißen wir rüber. Orbs schmeißen wir da rein und hier rein. Gut. Soll das Harz auch raus sein. Schmeißen wir mal ganz kurz noch das Schwarzmetall weg. Und dann sollte es ja auch schon fast Nacht sein und der Schwartenbrunnen sollte losgehen. Na, Zwiebelsuppe, viel Ausdauer, ohne viel Aufwand. Wir können ja mal gucken. So, cool. Gucken mal. Zwiebelsuppe. Rübeneintopf. Da, Zwiebelsuppe. 60er Ausdauer. Was haben wir hier? 75er Ausdauer. Ja, also der Blutpudding ist besser. In jeglicher Hinsicht. Macht halt auch 2 HP pro Tick und so. Und hält 30 Minuten statt nur 20 Minuten. Genau, Schmutzshake war doch auch so ein Ausdauerding, ne? Ja. Ja, das ist dann, glaube ich, für Leute, die komplett auf Ausdauer gehen, ganz praktisch. Wir können ja hier nochmal kurz was nachlegen, wenn wir einmal dabei sind. Und dann hoffen wir mal, dass der Schwartenbrunnen losgeht. So, was haben wir jetzt? Ach du Scheiße. Lochspastete können wir noch machen. Schwartet da schon was? Nee, ne? So, wo war sie da? 1, 2, 3, 4. Diesmal bleiben wir aber stehen an dem Ofen, dass es nicht wieder verbrennt. Und dann ist hoffentlich Nacht. Lauschiger Satan, grüß dich. Du in Mannheim. Schön. Ja, Tumor, das gefällt mir. So. Sieht gut aus, ne? Ich denke mal, wenn die Pastete fertig ist, können wir mal an diesen Schwadenbrunnen oder Stein oder wie das heißt. Oder fliegt da schon was? Ach, guck, da ist schon was. Und das musste ich einsammeln. Bleib doch mal da. So, jetzt haben wir 6 Schwaden bekommen. Theoretisch, ja. Siehst du, ich habe es wieder nicht mitgekriegt, dass die fertig waren. Aber egal. Das war noch rechtzeitig. Okay, Leute. 6 so eine Schwaden, dann gucken wir ganz kurz rein, was jetzt hier neu war. Das ist alles klar. Was war das hier? Drachenträne. Den Handwerkstisch haben wir schon gebaut, wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, klar, der steht da hinten in der Ecke. Irgendwas muss er jetzt hier neu sein. Was ist das hier? Schwarzschmiedekühler. Dafür brauchst du die Schwarzschmiede. Wo ist die? Schwarzer Marmor haben wir auch noch nicht. Netzkartusch hat man, ne? Also hier ist nichts neu. Hm. Ich dachte, irgendwas. Klauschiger Satan, auch dir vielen Dank für die Bitties. Ich muss erst zum Händler oder was? Das ist, dann ist ein Problem, Elora. Händler haben wir noch nicht gefunden. Na gut, passt auf. Wir gehen jetzt hier erstmal schlafen. Und, ja, dann müssen wir halt in der nächsten Folge tatsächlich ein bisschen segeln. Ich würde trotzdem erstmal Richtung Süden machen. Vielleicht taucht der Händler ja auch irgendwo auf. Vielleicht tauchen auch schon die Mistlands auf. Das kann natürlich sein. Okay, dann sage ich mal an meine YouTube-Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.